Und ob das Ganze jetzt funktioniert oder nicht, hängt jetzt ja offensichtlich von den Widerständen ab. Und genau genommen von etwas anderem. Ich habe jetzt hier nochmal die deutlich kleineren Widerstände genommen mit 900 und 750. Das war die Variante, wo wir eben an dieser Stelle hier knapp 1,5 Volt hatten, wo wir gesagt haben, ja, geht noch. Und womit das jetzt zusammenhängt, sind die Ströme. Wenn wir uns mal angucken, wie viel Strom hier oben reinfließt, dann sind das gerade 2,03 Milliampere, also etwas mehr als 2 Milliampere. Ideal gerechnet wären es 2. Wir sehen hier, dass allerdings nur 65 Mikroampere, also deutlich weniger, abfließen. Damit bleiben aber wiederum fast 2 mA übrig am unteren Widerstand. Kurzum, dadurch, dass der Strom, der hier durch den Spannungsteiler fließt, also beziehungsweise hier oben durch R1 fließt und hier unten durch R2 dann auch fließt, deutlich größer ist als der Strom, der hier abfließt, naja, hat das hier quasi keine Auswirkung oder wenig Auswirkung. Dass hier ein Strom abfließt, fällt quasi nicht ins Gewicht. Man sieht auch, dass dieser Strom und dieser Strom ungefähr gleich groß ist. Das hier sind gute 2 mA, das hier sind knappe 2 mA. Die unterscheiden sich erst auf der zweiten Nachkommastelle. Also die sind wirklich sehr, sehr gleich. Nochmal mit den sehr großen Strömen mit den sehr großen Widerständen und damit sehr kleinen Strömen betrachtet. Wir hatten eben hier 90 Kiloohm zuletzt. Und hier unten hatten wir 75 Kiloohm. Wenn man sich das gleiche da mal anguckt, dann stellt man fest, dass wir hier 27 Mikroampere reinfließen haben und hier unten nur noch 11 oder auch hier oben 27 rein und 15 raus. Das heißt, das, was hier abfließt, ist plötzlich nicht beliebig viel kleiner als das, was durch R2 fließt, sondern plötzlich sogar größer. Und wann das passiert, dann fällt auf jeden Fall hier diese Belastung, nennt sich das dann eben, stark ins Gewicht. Also offensichtlich hängt es davon ab, wie viel Strom durch den Widerstand R2 fließt im Verhältnis dazu, wie viel Strom abfließt Richtung Basis. Ja, und weil dieses Stromverhältnis so wichtig ist, kriegt es auch einen eigenen Namen. Und zwar ist das das sogenannte Querstromverhältnis. Das Querstromverhältnis kriegt normalerweise ein Formelzeichen, und zwar klein q. Man findet aber auch ab und zu mal andere Formelzeichen. Und sagt uns, wie viel Strom über den Widerstand R2 quasi quer abfließt im Verhältnis zu dem Strom, der Richtung Basis fließt. Und was wir jetzt hier sehen ist, dieses Querstromverhältnis wird groß, wenn der Strom durch den Widerstand R2 deutlich größer ist oder größer ist als der Basisstrom. Und jetzt kann man eben hingehen und sowas sagen wie, wenn das Querstromverhältnis sehr, sehr groß ist, dann fällt der Basisstrom IB in der Schaltung nicht ins Gewicht und ich kann ungefähr, ja, unbelastet rechnen. Und das Ganze haben wir jetzt auch eben gesehen, nämlich mit den sehr kleinen Widerständen für R1 gleich 90 Ohm und R2 gleich 75 Ohm. Da war der Basisstrom deutlich, deutlich kleiner als der Querstrom IR2. Und das ist letztlich der Grund, warum die Berechnung, obwohl sie eigentlich im Ansatz nicht ganz korrekt war, trotzdem zu richtigen Ergebnissen und zu richtigen Schaltungen geführt hat. Weil eben hier so eine Näherungsformel benutzt wurde oder so eine Näherungsannahme getroffen wurde, nämlich ich rechne unbelastet und tue so, als sei dieser IB gar nicht vorhanden. Und das kann ich eben immer dann tun, wenn er deutlich, deutlich, deutlich kleiner ist als dieser IR2. Ob das jetzt Zufall war oder so Absicht, das lasse ich jetzt an der Stelle mal offen.